In Belgien hat ein Mann seinen Tod vorgetäuscht, um seinen Gästen an der Trauerfeier eine Lektion zu erteilen. David Barton wollte seiner Familie eine Lektion darüber erteilen, den Kontakt innerhalb der Familie besser zu halten. Der 45-Jährige überraschte die Trauernden, indem er mit einem Helikopter und einer Filmcrew vor den Augen der Gäste landete. Lediglich seine Frau und die gemeinsamen Kinder wurden über den Plan informiert. Seine Tochter unterstützte ihren Vater sogar bei der Umsetzung des Plans. Um den Plan noch glaubhafter darzustellen und seine Follower zu täuschen, kommentierten seine Töchter trauernde Aussagen unter seinen Bildern. Ruhe in Frieden, Daddy. Ich werde nie aufhören, an dich zu denken. Bei der Beerdigung des scheinbar Toten jubelten einige der Gäste, als sie Barton lebend sahen. Seine Beweggründe musste er wohl offenlegen, da ihn auch eine Menge Kritik ereilte. Was ich in meiner Familie sehe, tut mir oft weh. Ich werde nie zu irgendetwas eingeladen. Niemand sieht mich. Wir sind alle distanziert. Ich fühlte mich nicht wertgeschätzt. Jedoch erntete Barton nicht nur Kritik. Positive Stimmen bekräftigten, dass seine Familie eine wertvolle Lektion fürs Leben gelernt habe.